Du möchtest wissen, wie du so überströmst, dass der Druck in deinem Tauchgerät später höher ist als in der Speicherflasche? Ich erkläre dir jetzt, wie das funktioniert. Moin, Sebastian hier. Vielleicht hast du auch noch eine alte Mono 12 im Keller stehen. Oder eine andere Flasche, die du nicht mehr tauchst. Diese Flaschen lassen sich wunderbar als Speicherflaschen verwenden, damit du seltener füllen musst. Um das möglichst effizient zu machen, gilt es ein paar Dinge zu beachten. In diesem Video möchte ich dir als erstes erklären, wie Überströmen grundsätzlich funktioniert. Anschließend sage ich dir, wie du möglichst viel Gas in deine Tauchflaschen bekommst. Und als letztes zeige ich dir, welche Regel du bei mehreren Flaschen befolgen musst. Wie das Überströmen grundsätzlich funktioniert, habe ich dir im Prinzip schon erklärt, als wir über die Grundlagen der Tauchgangsplanung gesprochen haben. Stell dir einfach mal vor, du hast eine Doppel-12 mit einem Restdruck von 40 Bar. Das reicht nicht mehr, um nochmal ins Wasser zu gehen. Im Keller steht aber noch eine Mono 15 mit 220 Bar. Jetzt verbindest du die beiden Flaschen mit einem Überströmschlauch. In dem Moment gleicht sich der Druck in beiden Geräten aus. Um den Enddruck zu ermitteln, musst du also die gesamte Gasmenge durch das gesamte Volumen teilen. Wie viel Gas hast du? Das sind 24 Liter mal 40 Bar in der Doppel-12 und 15 Liter mal 200 Bar in der Mono 15. Dein Volumen beträgt ganz einfach die Summe beider Geräte, also 24 Liter plus 15 Liter. Über dem Bruchstrich haben wir jetzt 4260 Liter ohne Bar und unter dem Bruchstrich 39 Liter. Rauskommen 109 Bar. Bingo! Für einen flachen Tauchgang im See reicht das. Also nochmal in Kürze. Die gesamte Gasmenge muss durch das gesamte Flaschenvolumen geteilt werden. Das Ergebnis ist der Druck in beiden Flaschen nach dem Überströmen. Aber das Ganze geht effizienter. Wenn du jetzt vor dem Überströmen deine Brücke schließt, kannst du in beide Hälften deiner Doppel-12 einzeln überströmen. Lass uns mal rechnen, was dabei rauskommt. In der ersten Flasche landest du bei 40 Bar mal 12 Liter plus 220 Bar mal 15 Liter, verteilt auf ein Gesamtvolumen von 27 Litern. Rauskommen 140 Bar. Jetzt gehst du an die zweite Flasche. Dort hast du jetzt wieder 40 Bar mal 12 Liter, dieses Mal aber nur noch plus 140 Bar mal 15 Liter. Das Gesamtvolumen sind wieder 27 Liter und rauskommen 96 Bar. Wenn du jetzt die Brücke wieder öffnest, dann kannst du das gleiche nochmal für die Doppel-12 rechnen. Rauskommt jetzt ein Druck von 118 Bar. Das sind immerhin 9 Bar mehr als eben und sogar 22 Bar mehr als in deiner Speicherflasche. Wichtig ist, dass du in der Speicherflasche dasselbe Gemisch hast wie in deiner Doppel-12. Was du nicht willst, ist, dass du nach dem Überströmen unterschiedliche Gemische in beiden Seiten deiner Doppel-12 hast. Das heißt, wenn sich die Gemische unterscheiden, verzichte auf den Vorteil und lass die Brücke offen. Also nochmal der Tipp in einem Satz. Wenn du nacheinander in beide Seiten deiner Doppel-12 überströmst, bekommst du insgesamt mehr Gas in dein Tauchgerät. Wenn du nicht in allen Flaschen dasselbe Gemisch hast, lass die Brücke aber bitte offen. Was ist jetzt aber, wenn du mehrere Speicherflaschen und mehrere Zielflaschen hast? Und hier gilt eine ganz einfache Regel. Nimm immer die Speicherflasche mit dem niedrigsten Druck und die Zielflasche mit dem höchsten Druck. Voraussetzung ist natürlich, dass der Druck der Zielflasche geringer ist als in der Speicherflasche. Ansonsten nimm einfach die Zielflasche mit dem nächst geringeren Druck. Also stell dir vor, du hast zwei Doppel-12,
eine mit 40 und die andere mit 60 Bar. Außerdem hast du eine Mono 15 mit 220 Bar und noch eine Mono 12 mit 300 Bar. Und wir tun jetzt mal so, als ob wir es mit idealen Gasen zu tun hätten. Für unser prinzipielles Vorgehen hat das Thema reale versus ideale Gase nämlich keine Relevanz. Und natürlich ist überall, sagen wir, Nitrox 32 drin. Wenn du jetzt beide Brücken schließt, dann hast du es mit 4 Ziel- und mit 2 Speicherflaschen zu tun. Die Rechenschritte werden jetzt so zahlreich, dass ich dir nicht mehr alles einzeln vorrechnen kann, ohne dass du mir einschläfst. Ich kann dir aber verraten, dass du es mit insgesamt 9.300 Litern Gas verteilt auf ein Flaschenvolumen von 75 Litern zu tun hast. Wenn du jetzt den Druck in allen Flaschen ausgleichen würdest, wären am Ende überall 124 Bar drin. Aber das machst du natürlich nicht. Du fängst mit der Doppel 12 mit 60 Bar und der Mono 15 mit 220 Bar an. Erst die eine Seite der Doppel 12 und dann die andere Seite. Weiter geht es mit der Doppel 12 mit 40 Bar. Wieder erst die eine und dann die andere Seite. Jetzt hat die Mono 15 ihr Soll erfüllt und du machst weiter mit der Mono 12 mit 300 Bar. Du fängst wieder mit derselben Doppel 12 von eben an und auch mit derselben Seite und arbeitest dich dann in der gleichen Reihenfolge durch die Flaschen wie vorher. Am Ende machst du beide Brücken wieder auf. Jetzt hast du in einer Doppel 12 196 Bar und in der anderen 107 Bar. Die Mono 15 hat noch 61 Bar und die Mono 12 noch 92 Bar. Wenn du möchtest, kannst du auch noch den Druck in den beiden Doppel 12 ausgleichen, indem du sie per Überströmschlauch verbindest. Dann hättest du in beiden Doppel 12 152 Bar. Dieser Schritt bringt dir insgesamt natürlich nicht mehr Gas. Und das musst du auch nicht machen. Die Frage ist, wie du das Gas in deinen Doppel 12 lieber verteilt hättest. Die Antwort hängt am Ende von den geplanten Tauchgängen ab. Aus Sicht der Speicherflaschen ist dieser Schritt natürlich auch vollkommen egal. Also nochmal das ganze Prinzip auf einen Blick. Verwende bei mehreren Flaschen immer die Speicherflasche mit dem geringsten und die Zielflasche mit dem höchsten Druck. Voraussetzung ist natürlich, dass die Speicherflasche einen höheren Druck als die Zielflasche hat. Ist das nicht der Fall, geh auf die Zielflasche mit dem nächst geringeren Druck über. Und auch hier nochmal der Hinweis, wenn du nicht in allen Flaschen dasselbe Gemisch hast, lass die Brücke bitte offen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du sparst dir jetzt den einen oder anderen Weg zum Flaschenfüllen. So kannst du mehr Zeit im Wasser und weniger Zeit im Auto verbringen. Melde dich bei mir, wenn du Interesse an Kursen oder an Trainings hast. Die Kontaktdaten findest du unten in der Videobeschreibung. Lass einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und ich sag bis zum nächsten Mal. Du hast eine Doppel 12 mit einem Restdruck von 400. Nee. In dem Moment gleichen sich der Druck in beiden Geräten. Gleichen Leck.